herzlich willkommen in unserer Praxis. Mein Name ist Dr. Heinz-Jörg Bald. Ich bin niedergelassener Zahnarzt und zertifizierter Implantologe im Süden von München, im schönen Wolfratshausen. Wir versorgen sowohl Patienten unserer Praxis als auch Patienten von Kolleginnen und Kollegen, die uns ihre Patienten anvertrauen mit zahnärztlichen Implantaten, und führen pro Jahr ca. 250 bis 300 Implantationen durch, die wir größtenteils in unserem Praxislabor anschließend auch prothetisch versorgen. In den Jahren meiner implantologischen Tätigkeit habe ich sehr viele verschiedene Implantatsysteme kennengelernt und auch angewendet. Seit 2009 arbeiten wir nun vornehmlich mit dem ICX-Implantatsystem von Medentis Medical. Mit diesem System können wir nahezu alle Indikationen abdecken, haben wir zudem einen sehr günstigen Preis. Das wiederum kommt unseren Patienten zugute, und ich habe die eine oder andere Gelegenheit mehr, einen Fall implantologisch lösen zu können. Unsere heutige Patientin kam mit dem Wunsch einer festsitzenden Versorgung in die Praxis nach multiplen Extraktionen im Oberkiefer. Haben wir eine Situation im rechten Oberkiefer, eine starke Resorption des Alveolarfortsatzes, zudem eine sehr nach Kaudal reichende Kieferhöhle, sodass eine Implantation in diesem Bereich primär mal nicht möglich wäre. Wir haben uns deshalb entschlossen, im rechten Oberkiefer einen externen Sinuslift durchzuführen, dabei ein Fenster zu bohren, um einen Zugang zur Kieferhöhlenschleimhaut zu haben, diese schneidersche Membran nach oben anzuheben und in den gewonnenen Raum ein Gemisch aus Knochen und Knochenersatzmaterial einzufüllen. Dieses verwächst und bietet uns in einem zweiten Schritt die Möglichkeit, auch hier zu implantieren. Wir haben hier eine im Labor gefertigte Schablone nach idealer prothetischer Position der beiden zu setzenden Implantate mit zwei Hülsen. Wir verwenden hierzu diesen Dreiecksbohrer und bohren jetzt durch diese Führungshülsen eine kleine erste Pilotbohrung. Diese Pilotbohrung wird jetzt noch etwas vertieft. Folgt jetzt ein leicht nach palatinal verlagerter Kieferkammschnitt. Das mache ich deshalb, um mehr Attached Gingiva zu erhalten und gegebenenfalls, falls eine Augmentation nötig würde, den Mukoperiostlappen entsprechend auslängen zu können. Schnitt wird jetzt zur Entlastung nach bukal verlängert. Es folgt jetzt das Abklappen des Mukoperiostlappens. Hier sehr schön das Reste des Augmentates der im ersten Schritt vorher operierten Kieferhöhle. Wir hatten da einen offenen Sinuslift durchgeführt. Im nächsten Schritt vertiefen wir noch mal etwas die Pilotbohrungen. Ich verzichte bei diesem System auf die Stops, weil die Markierungen sehr gut sichtbar sind.
drei rote Ringe, das heißt mittlere Knochenqualität. Kavität wird jetzt abschließend mit dem Stopfbohrer noch etwas erweitert. Parallelpins überprüfen wir dann hier nochmal die Parallelität der gesetzten Implantate und ihre Achsausrichtung zum Unterkiefer. Bitte mit dem maschinellen Einschrauben des distalen Implantates, Durchmesser 4,1, Länge 10 mm. Das Implantatsystem hat aufgrund seiner Mikrorillen im oberen Drittel eine sehr gute Primärstabilität. Der Innensechskant wird jetzt nach Bukal ausgerichtet, um dem Techniker die Möglichkeit zu geben, ein schönes prothetisches Ergebnis erzielen zu können. Die Endjustierung mache ich dann immer noch per Hand mit der Ratsche. Die Verschlussschrauben benetzen wir immer etwas mit einer Terracordrilsalbe, um eine eventuelle Kontamination mit Keimen zu verhindern. In unserem Filter gesammelte Knochen ist jetzt dafür da, gewisse Unebenheiten des Kieferkammes noch auszugleichen. Er wird aus Resorptionsgründen mit etwas Knochenersatzmaterial gemischt. Die Resorption wird dadurch deutlich verzögert. Mit dieser fortlaufenden Naht haben wir eben sehr wenig Nahtenden und es ist für den Patienten erheblich angenehmer. Und zum anderen kann man mit dieser Nahttechnik auch relativ schnell größere Strecken bewältigen. Zum Abschluss spritzen wir immer noch ein Medikament, um die postoperative Schwellung für den Patienten so gering wie möglich zu halten. Wir sehen hier sehr schön im ersten Quadranten die gerade gesetzten zwei ICX-Implantate mit Länge 12,5, Durchmesser 3,75 in Regio 1,4. Wir sind da ganz knapp am Kieferhöhlenboden und haben den Platz, der uns zur Verfügung stand, ausgenutzt. Das zweite Implantat, das in Regio 1,6 gesetzt wurde, ist 10 mm lang, 4,1 mm im Durchmesser und ragt in den vorher operierten Sinus hinein und ist praktisch auch im neuen ortsständigen Knochen stehend. Die Implantate sind in ihrer Achsrichtung schön parallel ausgerichtet und parallel zu den Wurzeln der übrigen Zähne, sodass wir in 3 Monaten, nachdem sie eröffnet werden, ich denke, ein gutes prothetisches Ergebnis erzielen können.